So. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda Link to the Past. Ich habe 20 neue Nachrichten. Oh Mann. Von Steffen, der neben mir sitzt. Ich wollte gerade sagen, er sagt jetzt 6 Mal und alle denken, oh Mann, ist er Fame. Achso, oh. Ja, von 20 bestehenden Leuten. Ja. Innerhalb von 5 Minuten. Von Facebook-Freunden, die du noch nie gesehen hast. Aber sie haben die Nachrichten gesehen. Zitat von Steffen. Alter, meine Eier wieder. Ah, sein Schwanz also. Das ist von Tenshin Han. Ach ja, da war ja was. Ja, Steffen hat es bestimmt auch schon gesagt. Ach ja. Erstmal safen. Ja, Sigi. Wir gehen nach neuen Raum. Ja, natürlich. Wenn ich die Möglichkeit habe, wieso sollte ich das nicht ausnutzen? Tja, ja. Warum solltest du es ausnutzen? Oh, Augenflügel. Weil ich kann. Genau, das sind die Augenflügel. Tja. Das Auge ist zu heftig für dich. Und er hat noch hier seine Flügel, Mann. Oh, unser Strudel. Oh, Strudel ist sehr schön. Und jetzt kommt das Auge. Und dann das. Yeah. Ja, das ist auch eine Aufnahme. Und das hat voll gebeten, Mann. Ein Erdbeben. Ja, darum sind die alle runtergefallen. Oh, was ist los? Nee, dann werden sie ja tot. Dann hätten die das mitbekommen. Die sind runtergefallen, weil sie geplatzt und weg. Ja, der ist jetzt zu heftig für dich. Ja, irgendwie schon, ne? Boah, okay. Jetzt! So ein Lappen. Oh. Genau, laufen die Stacheln diesmal. Oh Mann, das war jetzt echt uncool. Ja, aber letztes Mal irgendwie geiler, ne? Ja, irgendwie schon. Ich würde erst die Stacheln jetzt machen. Ja, ne? Der Spaß weg halt. Ja? Ja. Wieso? Ich meine, so gehst du immer hoch, killst die, dann gehst du wieder runter. Aber das gefällt mir auch nicht. Ja. Wie viel willst du jetzt davon rausschneiden, bis es so aussieht, als würdest du alles beim ersten Mal schaffen? Wieso? Überhaupt was rausschneiden? Dazu bin ich zu faul. Nee, ist doch gut. Ja, passt doch. So. Jetzt erstmal kann man hier. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Ich starte damit jetzt mal die Folge. Ich bin aus irgendeinem Grund schon hier oben. Aber welcher Wetter muss das echt so machen? Und da sind wieder die Flügel auf. Nee, eins davon probieren wir weg. Ja, eins habe ich schon gekillt. Was braucht das jetzt hier durchzulaufen? Gar nichts, ne? Ich glaube schon. Hey. Ich werde da mal nochmal durchgehen. Okay, Conny, Mami. Kauf. Ich muss auch noch an dem Hebel ziehen hier. Yeah. Was denn? Oh, Flügelauge. Oh, okay. Ja, das Are you war fucking kidding me? Das war so ein Ernst. Der seilt sich die kleinen Brüsten ab. Mit Totenkopf, Schädel, Skull. Meister. Dauer. Wenn du das kaufst, auch auf den Ring von der Flasche. Okay, das war schon mal. Ja, keine Ahnung, ich mach's immer so, dass der Dellen da rein schmeckt. Der? Ja. Sonst wird er nicht drauf rumkauen. Ja. Macht irgendwie keinen Sinn, weil wir ihn auf einem rumkauen. Ja. Das kann man auch missverstehen, Colin. Und gerade, dass du es weißt, macht es nicht besser für dich. Ich habe letztens gesehen, wie er eine Zeitung gegessen hat. Ja, wohl bemerkt eine Zeitung. Ja, warum nicht? Ich hätte da jetzt mit Schlimmerem gerechnet, aber... Steine essen? Soll ich besser sein, dass er auch ein Ding da rumgekaut hat? Ja. Boah, das hat's voll gebracht, Colin. Danke, dass du mich hierher gelotst hast. Bitte. Ja, hier ist eine Rubine. Ja, geil. Sag mal, wie viele kannst du bekommen? 999. Heftig. 9000. Macht keinen Sinn, Colin. Warum nicht? Wieso sollten die 1000 machen? Das ist noch eine Stelle der 2. Dann können die aber auch bis 9999. Ja, sie wollen ja auch wieder auf die Zahl kommen. Oh, na dann. 1000 ist schöner. Das glaube ich dir nicht. Was habe ich gemacht hier? Wolltest du das so machen, dass einer nur auf einer Seite drauf ist, dann kannst du da weggehen. Ja, das könnte ich wohl, aber ich will's nicht. Ich nehm lieber nochmal Schaden. Boah, kacke, ey! Ja. Steffen hat Tourette. Du bist scheiße, Colin. Ja. So, Steffen hat Tourette. Und dein Kumpel mag dich.
Es ist normal, wenn man bei Segai da die Krankheit bekommt. Zum Beispiel. Oder bei Mario. Nee. Kann man überhaupt bekommen? Ist ja keine Ahnung. Naja, Carmen hat sie auch plötzlich bekommen. Aha, okay, klar. Ey, am Arsch! Ich war da genau zwischen. Warum ist er ja hochgegangen? Genau, am Arsch, genau bei Kate. Was? Oh mein Gott, hast du das Wort Scorch? Was? Tja. Nee, das steht einfach nur auf Kyle's Mann. Ah, ja. Und erstmal auf. Aber die ist halt auch schon geil, ne? Kyle's Mann. Boah, der Nase ist ein bisschen fett. Nicht nur die Nase. Ich dachte jetzt erstmal, er sah sich ziemlich gut und das ist nicht schwer, aber. Naja. Okay, Bena hat was gegen ihn. Nein, das hat er nie gesagt. Aber er liegt es hin, das fällt ihm auf. Ja. So gerade, ich soll nicht einfach nachher machen. Mein Gott. Ja, weil ich gerade noch den Gedanken daran habe. Du Lümmel, pack dein Ding hier, Alter. Es hören schließlich Kinder auch mit. Nee, nur es. Und die Snacks mal. Und wir. Wir machen die meisten Klicks. Vermutlich. Habt ihr überhaupt schon jemals eines geguckt? Ja, doch. Von Yu-Gi-Oh! Mal ein paar. Ja, doch. Ich glaube, ich gehe mal nach ran. Nee, da wollen wir mal den Namen. Shining Phoenix. Ja. Genau. Shining Phoenix groß. Oder reicht das, wenn ich das Kleine einfach mal so reingebe? Mittige Größe. WTF? Ja, nicht groß, aber auch nicht klein. Ja, mittleres A. Also Shining Phoenix. Ich gebe einfach Yu-Gi-Oh! Das Point. Da findet man sogar auch schon was mit dir. Sehr lang. Danke. Ungefähr auf der letzten Seite. Boah. Aber das ist nicht immer so, du meinst mal. Wenn du Glück hast. Ne? So, das Schmuck ist in der Tabelle da. So, wo bin ich denn jetzt hier? Im Untergrund. Oha. Ich bin Team Rocket. Okay, ich habe zwei Möglichkeiten. Geh ich jetzt mal hin. Was Weg, runter. Der Weg sieht bossmäßiger aus. Ja, dann kann ich nach unten und nach rechts eventuell und dann den Raum abarbeiten. Ach, okay, nach rechts. Also nach links. Das war der nicht gefestigt. Wow. Der Blob. Ja. Du kannst ihn aufhalten. So, da ich jetzt doch mal wieder... Darum wollte ich dir sagen, halt diese automatische Taste kann manchmal gar nicht so schlecht sein. Da muss man einfach das, drauf drücken. Das war sehr genial von mir. Aber egal, jetzt habe ich die Chance, das Ganze nochmal ohne Fehler zu machen. Oh, mit noch mehr Fehler. Ja, so bam, zum Beispiel. Bam. Oh, scheiß Kopf, ey. Ist nochmal der Kleine? Ne, der Große, ja. Explosion. Und extra viel Laser. Was machen wir? Laserkill. Ja. Erziehungsschelle. Laserklatsche. Ha! Leck mich doch alle. Okay, jetzt fängt der Tempel an, wirklich interessant zu werden. Definitiv. Ja. Und da sind wieder die Schachelis. Du meinst 20 Folgen? Ich tippe mittlerweile eher auf 30. Verdammt! Ich bleib bei meinen jetzt noch 19, nee 18, oder? 19. Du bist 19. Verwirrt, Bene, ich schaff's naja, in einer. Naja, mit der hier 19. Ich schaff's okay. In dieser Folge. Okay. In dieser Folge schaffst du noch ein paar Mal zu sterben, ja, genau. Ja, und ich mach die einfach 5 Stunden lang und dann schaff ich's in einer Folge. Und ihr verliert sechs beide. 6 Minuten könnte man den Palast hinbekommen, auf 5 Minuten. Dann könntest du auch mit der da bei. Ach so. Oh. Ja, es hat ich wollte es halt nach dem Fall. Es hat gemacht, ich schließe keine Kinder am Basen. Ah, wer weiß. Aber den hättest du vielleicht sogar noch weniger Kilo. Oh, so. Genau, erstmal wieder reinmachen. Scheiß drauf, ey. Scheiß drauf! Also, was haben wir diese Folge gelernt? Benutzt nicht die Ladenspeicherfunktion. Ja. Das ist echt wichtig. Das passiert sowas. Genau. Nee, kann passieren. Oder benutzt zwei Speicher, Digga. Wenn du es einmal verkackst. Hast du noch einen? Ja, könnt ihr sowieso machen, ist mir aber zu kompliziert, das Ganze einzustellen. Ah. Das ist... Lass mal her. Ja, das sieht schon.
Und das wäre ein Creepy. Ich glaube, er hat sein Pokémon wieder alle umgedreht. Oh, sieht hier auch schon mal. Ja, und das schätze ich nicht. Ja. Oh, ah, du machst doch. Ah, dein Schwule, Schwule. Diesmal meint er es echt ernst mit dir. Also. Und dann blocken. Erst mit den Schwulen, genau. Ja, guck mal. Oh, thank you very much. You saved my life. Please take me also. Kann ich den Spiegel benutzen? Naja, mit dem Spiegel kannst du wieder am Anfang können. Das würde einiges an Dickers machen. Cool. Außerdem siehst du so aus, als ob du gleich geblieben wurdest. Oh, wait a minute, please don't go this way. Was? Verdammt. So, ich hab dich rausgebracht. What the shit? Ja, sie hat, glaub ich, naja, sie hat, glaub ich, gesagt, please don't go this way. Okay. Gut, gut. Safe. Könnte ich theoretisch machen. Aber, dann bist du wieder hier. Was? Ja, deswegen. Ich bin gerade am Überlegen, einfach zu loben. Mal wieder. Ja, dann bin ich wenigstens da hinten. Weißt du, muss ich jetzt nicht. Den ganzen Kack wieder machen. Ja. Dann bist du einfach zum Lava sprechen. Und so ein schöner Bauchklatscher auf ihn drauf. Ja, geil. Und wieder hier. Den Bildschirm werdet ihr heute noch öfters sehen. Ja. Ich verstehe nicht, warum du nicht rechts lang gehst. Ach Colin, weiß ich auch nicht. Schon ausgedrückt. Oha, jetzt hat er es getan. Er hat es getan. Dann gewinnen wir uns jetzt erstmal hier dran. Dann sind wir aber stetig. Stetigkeit. So, da unten war ja... Ach ja, genau. Ich muss ja nochmal zu der blöden Zippe. Egal, nehme ich die einfach mit und laufe einfach weiter. Ihr Problem. Kannst du erstmal links gehen. Was? Kannst du erstmal links gehen. Moment! Colin hat recht, geh links. Ich geh aber rechts, nochmal. Das ist meine Art des Trial and Errors. Mal denselben Weg gehen und gucken, ob das nicht vielleicht doch irgendwann klappt. Oh. Wow. Alter Vater. Jetzt sieht es auf mein Herz gar nicht so schlecht aus. Ja, und der Strudel sieht es auch super aus. Dödödöd! Yeah, boah, wie er da gerade wieder rausgeguckt hat. Der hat ja bestimmt unter den Rock geguckt. Ja, das war ich. Irgendwie habe ich so das Verlangen nochmal umzudrehen und das Vieh zu töten. Oh! Ja! Yeah. Yeah. Na, was geht da? Yeah. Ich muss dich beiden, mein kleiner Süßer. Du bist richtig geknechtet. Was ist das? You got the Titan mit. No, you can lift the heaviest stones that are in the world. Keine Ahnung. Yeah, auf Wiedersehen. Ja, komm, also das konnte sich einfach nicht nehmen. Oh, und glitzernder Planet. Scheiße. Aber noch geschafft, sehr schön. Oh, das ist guter Planet. Scheiße. Beide so geil. Wie sie es nochmal geben. Alter. Boah, Mann ey, regen mich diese Laufbänder auf. Ja. Ein bisschen rumrollen. 3, 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 3
3, 2, 1, yeah, blauer Planet. Geil, hier ist. Das ist der geilste Raum, den ich je gesehen habe. So viele Möglichkeiten jetzt sagen ja. Du ja. Ja. Ehrlich mal. Wie berechnet man das jetzt? Tja. Jede Stelle, wo man reinfallen kann, mit jeder Winkel, wie man reinfallen kann, dann noch die Blitzerdinger auf der Position. Das ist echt geil. Geil. Du kannst aber sterben, wenn du einfach eine Bombe dahin legst, sind die von der Treppen los und Punkt, keine Ahnung, die XY. Cool. So unerlaubt. Ja, oder du machst halt mit dem jeweiligen Item, fliegst du auf ihn, während er glitzert und das dann damit muss machen. Ja. Oh, so, okay. Nein, das so, war lässt die Biene frei und stirbst du wegen ihr? Ja, aber das ist, naja, die ist jetzt ganz so viel okay. Über die mächtige Biene und den Fisch natürlich. Nein. Boah, wenn du die Pilze isst. Ja, zusammen mit den Fischen. Dann kannst du fliegen machen. Also Fischpilze. Alles selbst ist so ja. Fischig. Alles klar, Fisch. Boah, war der nicht so BAM! Blitzkrieg. Gut. Meine Blitzkrieg hatte ich so einen geilen, der den ganzen Blätter angehalten. Erstmal hat so ein Hund jetzt aufgeschreckt und so ein paar alte Leute haben zugemacht. Alter, du quälst alte Leute und erschreckst kleine Hunde. Ey, wir haben gesagt, das war ein kleines. Oh, verdammt. Nee. Natürlich nicht. Ja. Kann ich von hier aus nicht schießen? Das ist die Scheiße sind. Weil wir noch an der Tür drin sind. Sie sich denken, nee, das ist ja ein bisschen zu heftig. Wow. Ja, kein Ding. Dann sind wir zum Endboss rein. Hab ich vor. Du kannst ihm ein Opfer da haben. Ja, genau. Ja, kann man Opfer da haben. Hat seine Hufe. Alter, wo ist das Skelett? Es dämpft gerne ab. Ja. Ja, dann. Ja, zu zweit seid ihr ja. Ich meine, dann machst du den ja richtig fertig, ey. Sie ist dein Boss. Wo das ist du gerade? Oh, safe. Ist denn auch die automatische Taste? F2 ist safe und load ist F4. Da haben wir es. Sag ich doch, die F-Tasten. Ich wusste es ja auch, ich habe auch einen Emulator. Damit kannst du dir ganz viel ersparen. Oh, da hast du sogar ganz viele Slots zur Auswahl. Ist das nicht toll? Jetzt habe ich 99. F4? Du bist bei F3? 0. F2. Null ist der, den du brauchst. Ja, und hier, wie kann ich hier jetzt abspeichern? Enter. F2. So, und jetzt speichern. Und jetzt load mit F-Dingsbums. Nee, jetzt hast du wieder die Slots gehabt. Ja, ich guck gerade nur. Load okay. F4. Ja. Das war das. Okay. Ja, nochmal. Hau mal rein. Hau mal ganz drauf ein. Das ist witzig. Wahnsinn. Ja. Ich hab fast ein bisschen gelacht. Ah, gut. Die Leute sind so Sumasum-Raum. Aber, naja. Und Geräte. Ja, und die Geräte sind irgendwo im Keller versteckt. Tja, ein Endboss ist hier nicht. Geh mal wieder raus. Hey! Okay! Ja. Ja. Tja, viel Spaß, ne? Mhm. Und jetzt haben wir die Option für die 19 Parts. Ich muss noch mal finden des Endgegners. Und beim Besiegen, das ist aber gut. Ich bin gerade noch mal kurz am Überlegen. Das war da. Okay. Ach ja, mit dem richtigen Item kannst du den Rock lösen. Bitte was? Mit dem richtigen Item kannst du ja einen Rock lösen. Das ist sehr schön, Bena. Ne? Die Bonbons ja keine Runden haben. Ja, zum Beispiel. Und Action. Und klar war's. Und naja, Blob. Eigentlich wollte ich nur... Du hast aus Reflex das so gemacht, ne? Was? Ja. Das werde ich auch so beibehalten. Ich bin gerade am Überlegen, wie war das? Da. Ja, das war da. Was ist das da ganz unten links? Das ist die
die Truhe offenbar. Ja, da ist die große Truhe, die wird nur auf dem Kompass angezeigt. Und klein. Wenn ich jetzt da eigentlich, aber. Nee, das macht keinen Sinn. Ist kaputt. Ich glaube, das ist das Ziel von dem Palast. Oh, Moment, wir müssen jetzt nichts aufbewahren. Nein. Bitte, und. Toll. Das ist irgendwie witzig. Nee. Ach Gott, da kam doch ein bisschen Nachschub. Du sollst aufhören, dich einzuscheißen. Ich hab dich gecrittet. Du hast einen Crit-Fail gemacht. Du hast dich eingeschissen. Das kann man hier während du Durchfall hattest. Oh. Kann man eigentlich irgendwie hier rüber? Vielleicht. Also über die Dinger rüber nicht, aber naja, das halt gut ist. Ja, ja, das ist schon klar, aber dann kommt. Tada! Ach ja, dann schon. Ja. Oh, Alter, Alter, Vater. Ich hab noch nie gesehen. Und schon wieder. Ah, was ist das? Bei Zelda nicht, aber sowas sehe ich schon ab und zu. Naja, klar, aber ich hab's noch nie gesehen. Beim älteren Teil, oh ja, da kam das Ganze auch vor. Beim ersten. Bei Togo kam das einmal vor. Ah, ja. Risse. Dimensionsriss. Genau. Ist eine tolle Karte. Ja. Und aber Lava ist auch toll. Ja, am Arsch ist Lava toll. Werde ich auch mit Ja, genau, ey. Na, basta. Du wolltest das gar nicht nachmachen. Boah, wie kann man sogar öffnen? Ja, kannst du so mit Laufen öffnen, weil die Wand so geformt ist. Oh cool. Und dann öffnen mit Laufrad. Okay. Yeah, jetzt bist du hier. Oh mein, geil. Da ist ein verdammtes. Da ist ein verdammtes. Yeah. Geht mir irgendwie ziemlich gerade auf den Piss, ja, dass ich das gemacht habe. Aber okay, da gab es schon Schlimmeres. Zum ja, Beispiel genau. In einem Loadbug. Ja. Oder du wärst jetzt durch ein Bildchen gegangen und kommst, dass du nicht so drin bist. Naja, ist ja hey, wir sind hier. Ja. Und da ist ein Kuh. Klasse, wir haben 10 Rubine zurückgekauft. Ja, geil, war es doch voll wert, Mann. Ah, so. Ja. Das war die letzte Sache, die ich dann wegspringen konnte. Nee, eigentlich nicht. Also nee, die will ich auch so gut nicht sprengen. Ja, das machte für mich nur keinen Sinn, weil direkt hier drunter ist so ein Ding, wo man reinfallen kann. Weißt du, so eine Plattform und. Wenn die Plattform weg? Ja, aber dann müsste ich hier in der Mitte und da ist nichts zum Sprengen. So in dem Sinne. Da kommst du eine Bombe in die Mitte legen. Boah! Also. Na okay. Nee, das stimmt nicht. Was? Das war dein eigener Vorschlag. Oh, Mann. Ja, aber du hast mich da drin bestärkt. Natürlich. Das wird voll. Was hast du Steffen gestärkt? Steffen will jetzt einfach eine Bombe legen bei einem Boden. Weil der Boden? Ziemlich verdächtig aussieht. Nee, nicht verdächtig, aber in der Ebene da drunter ist was, wo man reinfallen kann und die weiß nicht, wo man da reinfallen kann. Welcher Boden dann? Das ist der Fußboden, Colin. Du sprichst auf diese geilen Vasen da an mit diesem hohlen Links oder was? Ja. Aber genau. Bad, ne? Boah. Da weiß ich nämlich nicht mal selber, wie man da reinkommt. Finde es mal heraus. Okay, also gar nicht mehr. Ja, vielleicht. Das nee, noch konnte man nicht euer hier reinfallen. Auf jeden Fall, da wo sie vorkommt, konnte man immer reinfallen. Ja. Ha, hast du das gesehen, wie ich voll verarscht habe? Ja. Also hier ist nichts mehr. Ja. Du hast da eben schon runtergejumpt. Ich weiß. Lava. Ja. Glitzerteil. Was hast du? Das ist das, verwirrt. Das ist ein Glitzerteil, das ist ein verwirrtes Glitzerteil. Die treten sehr selten auf.
Ich hab's in der Aufnahme. Okay. Wenn ihr ein Foto bringt, auch nichts, das ist immer nicht, dass es verwirrt ist. Oh, verdammt. Das stimmt eigentlich. Oh, scheiße, nein, wenn du so. Aber ich kann gerne ein Foto für dich machen, Bene. Ja. Das ist sehr freundlich. Warm, warm. Ich war zu spät, ich kann keins mehr machen. Skeleton? Skeleton. Oh, schwul, schwul. Lava Nummer 2. Da unten ist ja der wahre Lava, die anderen sind. Wo war denn hier noch der Ausgang? Nee, verdammt. Oh, noch ein Wörter. Der Ausgang, keine Ahnung, fragt man den Spiel. Ach so, ach ja, natürlich, klar, das hab ich gemacht. Und Flieger hat's ja genörgelt. Kotze vom Lava. Also von dem. Aber geil, ey, einmal voll rüber gesniped. Boah, mir fickt noch mal vor. So. Tja, ja, der Tempel ist lustig. Ja. Der kann eigentlich noch anfassen. Und naja, das sieht eigentlich hübsch aus. No, aber ich bin nur eine Persönlichkeit. Das machst du durch Foto mit dir. Oh, Lava. Ja. Ich kann eure sexuellen Vorlieben einfach nicht mit euch teilen. Naja, du hast doch die sexuelle Vorliebe mit ihm. Das sagt ihr. Ja. Also, das wissen wir ja. Kann man mit der nicht gehen? Ja, vielleicht ein Pilz. Ja, vielleicht der Pilz. Nein, nicht der Pilz, Bene. Vielleicht will sie ein Buch lesen. Vielleicht kann ich sie mit einem Netz einfangen und in ein Glas stopfen. Genau, das wär's. Fackel ich sie einfach ab? Ja, ist auch nicht. Das ist auch nicht. Bumerang an den Hinterkopf werfen. Ah, oh. Jetzt habt ihr euch gerade geküsst, weil das, was ihr am Hinterkopf... Eine Bombe legen, wir jagen uns beide in die Luft. Ja. Oh. Das ist Erdmedaillon? Hm? Das ist das ist zu viel Energie verschwendet. Ein Pfeil? Das bringt nichts. Vielleicht einfach ein Glas in die Hand nehmen. Oha, sie damit panisch. Hey. Okay, jedenfalls wollten wir die Folge nicht mehr ganz so lang machen, ist mir gerade eingefallen. Ja. Deswegen beende ich hier mal die Folge an der Stelle. Was haben wir ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.